das ist Achso, ich dachte, er hat Falco Update gerade. Okay, Luca, du hast zwei. Oh, ja. Das ist ich dachte an Fox Update. Ah, okay, du darfst. Du denkst doch immer an Fox, oder? Schlapp. Ich denke immer nur an dich, Bro. Okay, sollen wir mal richtig kommentieren hier? Du bist doch ein kleiner Foxman. Kannst du mir vielleicht was sagen darüber? Was soll ich denn sagen? Na, was sagst du denn zu dem Matchup, sag mal? Kopfhörer. Hey, wer ist der Coolste hier im Dorf? Du nicht. Du nicht. Was soll man da sagen? Wo denn? Es ist übrigens nicht Buzz-O, es ist Buzz-O. Ich nehme Mordica. Ja, ey, vielleicht gegen Team Zerf. Okay, oh, da hat er Zane hätte das bekommen. Okay, ich muss noch picken. Ja, dann ist es entweder. Wahrscheinlich schon. Arthur wäre dann auch nicht. Oh, der ist in den Murenking. Nee, der verliert sogar gegen VDNL, I think. Wenn er ausrastet, aren't dann you like the most campy player imaginable? Why are you complaining about camping? What the fuck? Isn't your, wasn't your like whole thing to get into the contract? Oh, literally, like, I'm gonna camp all the ice climbers? Ey, als ob das so eine Ratte ist. They deserve it though. Okay, Leute, Amateur-Bracket geht auf los. Ich hoffe, dass die neue Generation... Berlin ist Camp City, Dicker, bist du bescheuert? Ey, Victor, ich schwöre dir, wenn du nicht herkommst, ey, ne? Berlin ist Camp City, er hat so recht. Ey, Victor sagt das. Victor wurde buchstäblich von Käse zum Quitten gecampt. Was? Ey, er sagt, Berlin ist Camp City. Davon weiß ich NRW. Victor, ich habe nur kurz mit VNL gesprochen. Und ich denke, dass er mich besser versteht, wenn ich etwas auf Englisch sage, sag ich mal. Okay, was ist die längste Region in Deutschland? Ich bin gegen Gott will. Ich glaube, Hannover oder Bayern. Wieso denn? Ich hab gegen den schon... Ja, also... Ja, ist aber Amateur-Bracket. Wir spielen aber noch Double. Ah, stimmt. Ich würde sagen, man hat wirklich nur einen, der sie carry. Ich bin Sushko gerade? Okay, ne? Sushko gegen Molwarm! Ja? Ja, warte mal, Sushko. Oh, sehr gut, dass du mich verstehst, VNL. Tja, also was ich jetzt nicht erwartet hätte, ist, dass unser Veteran Janbo, Parteipolitiker, buchstäblich Parteipolitiker Janbo, sich hier von Buzz-O, einem absoluten Newcomer, der auch noch einen Secondary-Charakter spielt, komplett abwichsen lässt. Ich glaube, Janbos Gesichtsausdruck spricht für sich. Der Mann ist nicht sehr glücklich darüber, was da passiert. Buzz-O's Gesichtsspastiken hingegen machen sehr viel Spaß beim Zuschauen. Erinnert mich an die guten alten Tage, als niemand Textbill gegrindet hat und alle so ein Gesicht gezogen haben, weil sie das gar nicht gewohnt waren, so viele Inputs die Sekunde zu kritisieren. Ja, okay, da geh auch von der Seite. Ich kenne diesen Spruch von der Lunge früher gesagt, der ist Der Lunge ist auch so ein... Falls Longlong die Worts guckt hier, Longlong. Say gegen Fluxmob. Luca hat gesagt, du bist ein Le. Okay, sorry. Ich bin nicht so toll mit Netplay und ich verstehe es dann nicht. Scheiße. Ich will von Offset. Er spielt gegen mich und dann Forstock ich ihn und Lastock macht er dann irgendwie nur so im Place full of Abwehr. Forstock ihn dann. Das ist nicht 385, aber er werden buchstäblich ein Set gewinnen. Ist das nicht ungefähr das? Es waren rund 800 Leute da, wenn du ein Set gewinnst, bist du 385. Sick. Ist das Technik? Was ist das für ein Auto? Der ist 125. 129. Steht 1-0 für Buzzo. Scheiße. Wirklich? Du hast Marv gespielt. Fick der Marv auf der Arschhole, Mann. Los auf der Arschhole. Hast du nicht Dreistags gegen eingeführt? Das Janbo-Comeback, die Rückkehr aus der Hölle. Ja, einfach nicht zuschauen. Ich schwöre, ich habe das ganze Mal zugeguckt. Und dann habe ich mich auf diese 385 konzentriert. Ich musste mich aufs Theon konzentrieren. Der Einzige, der keine Ausrede hat, ist scheiß Luca. Der hätte ja ruhig mal was sagen können. Dummes Schwein. Danke. Luca ist auch aber auch wirklich alt wie ein Schweinfotze. Was ist gerade los? Du bist alt wie ein Schweinfotz! Du hast dein Gesicht zum reinen Boxen, ich sehe aus wie ein Model! Dennis, du Schlampe! Der Arschhole-Mann! Arschhole-Mann! Leute, vergiss nicht zu updaten. Haben wir. VNL, ich bin. Ist das Money-Match? Ich bin nee, deine. Das ist Amateur-Bracket erste Runde. VNL, ich bin deine Deutschversuche wirklich mies am appreciaten. Das steht fest. VNL, cooles Player in NL, easy.
Fountain L, der IC-Specialist. Ja, Fountain L ist cooler als Food. Ich sag auch immer Food, aber er sagt es falsch. Wir haben gegoogelt, das heißt nicht Food. Fountain L kann ICs timeouten. Kann das Amsa? Nein. Nee, Amsa kann gegen die gewinnen einfach. Ist ja, das Fountain geil. Fountain L gewinnt ja auch. Aber viel langsamer. Aber viel dementsprechend cooler. Ist Amsa viel besser. Aber Fountain L ist cooler. Oh, hast du meine Sprachnachricht gehört? Als Käse hat gesagt so, ich glaube die Welt kann Dennis und Luca Commentary nicht handeln. Und dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt, wo ich Folgendes mache. Ich meinte doch auch dann so, Diggi! Atze! Diggi! Atze! Diggi! Atze! Atze! Das ist auch genau, was passiert wird. Das ist buchstäblich Kommentar. Das ist genau, was passiert gerade. Hand in Hand in Norddeutschland! Hand in Hand! Ja, guck dir an, Alter, wie Jan Janbo einfach kurz davor ist, Young Saathoff zu forstocken, nachdem ich dachte, das erste Match wäre sogar an den Fox gegangen. Nein! 3-8-5! Janbo rollt richtig durch hier. Wenn Young Saathoff jetzt das Comeback macht, ich schwöre, ich raste komplett aus. Der kann halt sogar Shield droppen so. Oh! Was geht schief? Ich würde meinen Verstand verlieren, wenn er jetzt das Comeback besser machen würde. Technik confirmed. Ja, safe. Hat Basso gegen Technik gewonnen? Nein. Hast du verloren? Nee, gewonnen. Keine Ahnung, Mann. Hä, was ist das denn? Janbo ist aber besser darauf, weil ich... Haben das schon, ja. Würde ich auch so sehen. Janbo ist halt einfach fucking Technik würde halt das Arcadian nie im Leben gewinnen und Sillet vielleicht. Busan würde das Arcadian nicht gewinnen mit Miyoko. Ey, Victor, komm mal auch mal vorbei. Wirklich, Victor, komm, du wohnst buchstäblich um die Ecke. Komm her jetzt. Dummer Mann. 10 Minuten Fußweg. Er nimmt halt auch immer den Bus, ne? Und der kommt nie. Er kann so 10 Minuten herlaufen. Er ist buchstäblich der Typ, der undercover wie ein Stoppschild am Block chillt. Geldjunge würde jeden Sack. Ja, Young Saathoff wurde schön. Oh, Victor kommt auch gleich.